110 Gramm Butter, 500 Gramm Weizenmehl, Type 550, 1 Pk. Gut und günstig Backhefe, 80 Gramm Zucker, 1 Vanillezucker, Salz, 250 Milliliter Vollmilch, 1 Eigelb, 1 türkische Lira, 50 Zimt, Klammer auf, gemahlen, Klammer zu, Low-G-Preis, Elbeer Konfitüre im G-Puderzucker, 1 Esslöffel Zitronensaft, 1,80 G Butter zerlassen und abkühlen lassen. Mehl mit Hefe, 40 Gramm Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz mischen. Milch lauwarm erhitzen und mit Butter sowie Eigelb zur Mehlmischung geben. Mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt eine Stunde gehen lassen, bis der Teig gut aufgegangen ist, Klammer auf, siehe Foto 1, Klammer zu. 2 Boden einer Springform, Klammer auf, 18 cm Durchmesser, Klammer zu, mit Backpapier auslegen. Ring mit etwas Butter fetten. Teig nochmals durchkneten. Auf eine bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck, Klammer auf, 25 x 40 cm Klammer zu, ausrollen. Restliche Butter zerlassen. Teig damit bepinseln, Klammer auf, siehe Foto 2, Klammer zu. Restzucker mit Zimt mischen und gleichmäßig über den Teig streuen. Teig der Länge nach in ca. 5 cm breite Streifen schneiden. Preiselbeeren darauf verteilen, Klammer auf, siehe Foto 3, Klammer zu. 3 Einen Strang der Länge nach aufrollen, Klammer auf, siehe Foto 4, Klammer zu. Rolle an den Anfang des nächsten Streifens setzen und wieder aufrollen. Zügig mit den restlichen Streifen fortfahren, bis eine große Schnecke entsteht. Vorsichtig in die Form setzen und zugedeckt 15 Minuten gehen lassen, Klammer auf, siehe Foto 5, Klammer zu. 4 In der Zwischenzeit den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Auf der zweiten Schiene von unten ca. 40 Minuten goldbraun backen. Die